meine lieben Freunde meines Kanals. Heute geht es um das Thema die Weichei-Generation. Warum Helikoptereltern ihre Kinder zerstören. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Erziehungskultur dramatisch verändert. Ein Begriff, der dabei immer häufiger fällt, ist der des Helikopterelternteils. Dieser Begriff beschreibt Eltern, die ihre Kinder übermäßig behüten und kontrollieren. Sie quasi wie ein Hubschrauber permanent umkreisen. Diese Art der Erziehung hat weitreichende Konsequenzen, die sich auf die Entwicklung der Kinder auswirken und zur Entstehung der sogenannten Weichei-Generation führen können. Was sind Helikoptereltern? Helikoptereltern zeichnen sich dadurch aus, dass sie übermäßig in das Leben ihrer Kinder eingreifen. Sie überwachen ihre Aktivitäten, greifen bei den kleinsten Problemen ein und versuchen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dieser Erziehungsstil geht oft mit dem Wunsch einher, das Kind vor jeglichen Unannehmlichkeiten und Misserfolgen zu schützen. Auf den ersten Blick mag dies aus elterlicher Fürsorge geschehen. Jedoch führt es oft dazu, dass die Kinder keine Gelegenheit haben, Selbstständigkeit zu entwickeln und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Typische Merkmale von Helikoptereltern. Übermäßige Überwachung ist ein charakteristisches Merkmal von Helikoptereltern. Sie wissen immer, wo sich ihr Kind aufhält und was es tut, oft mit Hilfe von GPS-Trackern und häufigen Anrufen oder Nachrichten. Darüber hinaus neigen sie dazu, sich in die sozialen Interaktionen ihrer Kinder einzumischen und Konflikte sofort zu lösen, anstatt ihre Kinder zu ermutigen, dies selbst zu tun. Auch die schulische Überwachung ist intensiv. Helikoptereltern kontrollieren ständig schulische Leistungen ihrer Kinder und stehen in ständigem Kontakt mit Lehrern, um sicherzustellen, dass ihre Kinder keine Schwierigkeiten haben. Schließlich zeigt sich ihre Überfürsorglichkeit darin, dass sie ihre Kinder vor jeglichen psychischen und emotionalen Risiken schützen, selbst wenn diese minimal sind. Auswirkungen auf die Kinder. Kinder, die ständig von ihren Eltern überwacht und behütet werden, haben selten die Gelegenheit, selbstständig Probleme zu lösen. Dies führt dazu, dass sie keine Resilienz entwickeln und oft nicht in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Eine Studie der University of Mary Washington ergab, dass Kinder von Helikoptereltern tendenziell geringere Fähigkeiten in der Selbstregulation und Problemlösung haben. Wenn Kinder niemals lernen, mit Misserfolgen umzugehen, entwickeln sie eine niedrige Frustrationstoleranz. Schon kleinste Rückschläge können sie aus der Bahn werfen, da sie es nicht gewohnt sind, mit Schwierigkeiten umzugehen. Dies wurde durch eine Studie der University of Arizona bestätigt. Die zeigte, dass Helikoptereltern dazu neigen, die Resilienz ihrer Kinder zu verringern. Helikoptereltern fördern zudem eine Abhängigkeit, die es den Kindern schwerer macht, eigenständig zu agieren. Diese Abhängigkeit kann bis ins Erwachsenenalter anhalten, was die persönliche und berufliche Entwicklung hemmt. Laut einer Untersuchung der American Psychological Association fühlen sich viele junge Erwachsene unsicher und unvorbereitet, wenn sie in die Arbeitswelt eintreten. Wenn Kinder ständig das Gefühl haben, dass ihre Eltern ihnen nichts zutrauen und alle Probleme für sie lösen, entwickeln sie ein geringes Selbstwertgefühl. Sie zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten und sind weniger selbstbewusst. Eine Studie der University of Minnesota zeigte, dass überhütete Kinder häufiger an Angstzuständen und einem niedrigen Selbstwertgefühl leiden. Psychologische und soziale Konsequenzen.
Überbehütung kann zu erhöhten Angstzuständen führen, da Kinder nie lernen, Risiken einzugehen oder Unsicherheiten zu tolerieren. Die National Institutes of Health berichten, dass Kinder von überbehüteten Eltern ein erhöhtes Risiko für Angststörungen haben. Das ständige Gefühl der Abhängigkeit und die Angst, den Erwartungen der Eltern nicht gerecht zu werden, kann depressive Tendenzen fördern. Laut einer Studie der University of Michigan gibt es eine signifikante Korrelation zwischen Helikopter, Elternschaft und depressiven Symptomen bei Jugendlichen. Ein übermäßiger Druck, in allen Bereichen perfekt zu sein, kann zu einem ungesunden Perfektionismus führen, der oft mit Angst und Stress einhergeht. Eine Untersuchung des Journal of Youth and Adolescence fand heraus, dass Perfektionismus bei Jugendlichen häufig mit überbehüteten Erziehungsstilen verbunden ist. Kinder, die nie lernen, Konflikte selbst zu lösen, haben oft Schwierigkeiten, stabile und gesunde soziale Beziehungen aufzubauen. Dies wurde durch eine Studie der Stanford University bestätigt und zeigte, dass Helikoptereltern die sozialen Fähigkeiten von Kindern negativ beeinflussen. Die Unfähigkeit, sich an neue oder stressige Situationen anzupassen, kann zu Problemen in Schulen, Beruf oder im sozialen Kontext führen. Laut einer Untersuchung der Harvard University haben Kinder von Helikoptereltern oft Schwierigkeiten, sich in neue Umgebungen zurechtzufinden. Diese Kinder sind oft übermäßig abhängig von Autoritätsfiguren und haben Schwierigkeiten, eigene Meinungen zu entwickeln und durchzusetzen. Dies kann sich negativ auf ihre berufliche und persönliche Entwicklung auswirken. Die Weichei-Generation. Diese überhüteten Kinder werden oft als Weichei-Generation bezeichnet. Sie sind wenig widerstandsfähig, wenig selbstständig und haben Schwierigkeiten, sich in der realen Welt zurechtzufinden. Dies ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern kann auch gesellschaftliche Auswirkungen haben. Eine Generation, die nicht gelernt hat, eigenständig zu handeln und mit Herausforderungen umzugehen, kann weniger innovativ und produktiv sein. Gesellschaftliche Implikationen. Eine Generation, die Schwierigkeiten hat, eigenständig und kreativ zu arbeiten, kann langfristig die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft beeinträchtigen. Das World Economic Forum hat festgestellt, dass die mangelnde Fähigkeit, mit Unsicherheiten und Veränderungen umzugehen, zu einem Rückgang der Innovationsfähigkeit führen kann. Schulen und Universitäten müssen mehr Ressourcen aufwenden, um Studenten zu unterstützen, die nicht über die notwendigen Selbstmanagement und Problemlösungsfähigkeiten verfügen. Laut einer Studie der National Education Association klagen viele Lehrer darüber, dass Schüler zunehmend weniger selbstständig arbeiten können. Arbeitgeber beklagen sich zunehmend darüber, dass junge Erwachsene oft nicht die notwendigen Soft Skills mitbringen, um effektiv und selbstständig zu arbeiten. Eine Untersuchung der Society for Human Resource Management zeigte, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, junge Mitarbeiter zu finden, die über ausreichende Problemlösungsfähigkeiten und Eigeninitiative verfügen. Was können Eltern anders machen? Es ist wichtig, dass Eltern ein Gleichgewicht finden zwischen Fürsorge und Freiheit. Erlaube deinem Kind, eigene Erfahrungen zu machen, auch wenn diese manchmal schmerzhaft sein können. Nur so kann es lernen und wachsen. Laut einer Studie der University of California hilft das Zulassen von Fehlern bei Kindern, Resilienz und Problemlösungsfähigkeit zu entwickeln. Unterstütze dein Kind darin, selbst Lösungen für Probleme zu finden, anstatt sofort einzugreifen. Eine Untersuchung der American Academy of Predicts zeigt, dass Kinder, die ihre eigenen Probleme lösen, später im Leben besser mit Stress umgehen können. Gib deinem Kind altersgerechte Aufgaben und Verantwortung. Dies fördert das Selbstwertbewusstsein und die Selbstständigkeit. Eine Studie der Harvard University fand heraus, dass Kinder, die früh Verantwortungen übernehmen, später selbstbewusster und erfolgreicher sind. Ermutige dein Kind, neue Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen, anstatt es ständig zu überwachen und zu kontrollieren.
Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Informationen wieder ein kleines bisschen weiterhelfen konnte und dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich bei Annette Brandl für die Videoidee und würde mich freuen, wenn ihr hier noch in die Playlist schaut. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!